furchtbar. Deine? Ja, das ist auch immer. Mein Name ist Briga Kriekau. Ich bin stellvertretende Kreissprecherin des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die AfD und Direktkandidatin und freue mich, dass heute am 6.9. um 19 Uhr Professor Dr. Bernd Lucke zu uns kommen wird. Vorher werden sich alle Direktkandidaten unseres Landes Schleswig-Holstein vorstellen und unsere Spitzenkandidatin Frau Ulrike Trebesius wird auch kommen. 200 Leute sind schon drin. Ich hoffe, dass die Bude voll wird. Damit soll es erstmal mit der Begrüßung von meiner Seite aus getan sein. Ich bitte jetzt Jannis André, unseren Landessprecher, auf die Bühne, der Sie kurz begrüßen wird. Dankeschön. Guten Abend, liebe Mitstreiter. Guten Abend, liebe Gäste. Den Weg, der uns bis hierher heute Abend nach Rendsburg geführt hat, beschreiten wir zusammen erst seit wenigen Monaten, seit wenigen sehr ereignisreichen Monaten. Erst im Frühjahr haben wir in Windeseile diesen Landesverband aus dem Boden gestampft. Erst im Frühjahr haben wir, genauso wie gestern Abend auch, abends gebannt vor den Fernsehgeräten gesessen, um die sonst so gemiedenen Talkshows zu sehen. Dort erinnerte ein bis dahin völlig unbekannter Professor für Makroökonomie aus Hamburg die altgefahrenen Politgrößen daran, dass es mit der Behaglichkeit im Parteiensystem vielleicht demnächst ein Ende haben könnte. Der Weg, den wir zusammen beschreiten, ist, weiß Gott, kein einfacher. Der Anstieg ist steil, sehr steil für eine unerfahrene Mannschaft wie uns. Das Gelände ist schwierig, ständig droht Steinschlag. Auch heimtückische Angriffe aus dem Hinterhalt mussten wir bzw. unsere Wahlplakate über uns ergehen lassen. Doch wo man erwarten sollte, dass unsere Schar sich ausdünnt, wird man eines Besseren belehrt. Wir werden immer stärker und wir erhalten immer mehr Zuspruch. Immer mehr Leute schließen sich uns an, kaum einer lässt sich entmutigen. Vom Wegesrand wird uns guter Mut gewünscht. Bis zum Gipfel sind es nur noch wenige Serpentinen. Diesen ersten Gipfel, wollen wir zusammen am 22.09. einnehmen. Und ich möchte mit Nachdruck unterstreichen, dass es sich wirklich nur um den ersten Gipfel, um das erste Ziel der Alternative für Deutschland handeln soll. Möge diese noch in vielen Jahren und Jahrzehnten zum Wohle unseres Landes wirken. Die Alternative für Deutschland, sie kommt gerade rechtzeitig. Viele von uns hätten sie sich vielleicht schon deutlich früher gewünscht. Aber im Leben ist im Kleinen wie jetzt im Großen immer der Anfang das Schwierigste. Dafür, gegen alle widrigen Umstände diese Partei gegründet zu haben und durch alle Fairnisse hindurch bis zum heutigen Tag geführt zu haben, nötigen Sie uns, lieber Herr Lucke, nicht nur unseren größten Respekt ab, sondern wir sind Ihnen auch alle dafür aufrichtig dankbar. Damit haben Sie und Ihre Mitstreiter der ersten Stunde bereits jetzt ein kleines Stück deutscher Geschichte geschrieben. Ganz gleich, wie das Ergebnis am 22. September ausgehen wird. Lieber Herr Lucke, herzlich willkommen in Schleswig-Holstein. Auf die Schleswig-Holsteiner können Sie sich verlassen. Und zwar nicht nur in den nächsten 2,5 Wochen, sondern hoffentlich auch noch in vielen Jahren und Jahrzehnten. Vielen Dank und Ihnen allen eine schöne Veranstaltung heute Abend. Ich möchte nun diejenigen unter uns, die die Last des Wahlkampfs ganz besonders tragen, die ganz besonders im Feuer stehen,
in Ihren Wahlkreisen nach vorne bitten, nämlich unsere Direktkandidaten hier in Schleswig-Holstein. Bitte kommen Sie doch auf die Bühne und stellen Sie sich einmal vor. Guten Abend, mein Name ist Arne Stanek. Ich freue mich, dass Sie alle so herzlich gekommen, so in großer Zahl gekommen sind. Ich freue mich da ganz doll drüber. Ich bin der Listenkandidat für Platz 4. Ich habe hier festgestellt, dass wir keine Reihenfolge machen. Ich bin 42 Jahre alt, wohne in Kiel, bin Vertreter für den Wahlkreis 5, also Kiel, Grundshagen und Altenholz. 42 Jahre alt, habe politische Wissenschaften studiert an der Universität Kiel, mich sehr viel mit Volkswirtschaftslehre beschäftigt. Ich habe am Institut für Wirtschaftspolitik einige Jahre gearbeitet und bin im Bereich Ordnungspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Europapolitik interessiert und engagiert und möchte die Alternative auch in diesen Themengebieten unterstützen. Und einen kleinen Hinweis in eigener Sache habe ich noch. Am 14.09. haben wir eine Veranstaltung in Kiel von Professor Adrian über unsere Familienpolitik in Deutschland. Dazu möchte ich Sie noch ganz herzlich einladen. Vielen Dank. Hallo Rendsburg, hallo Schleswig-Holstein, hallo liebe Gäste. Mein Name ist Hans-Ulrich Post. Ich komme ganz oben aus dem Norden, Wahlkreis Nummer 1, ist ja vielleicht bezeichnend, dass die Wahlkreise 1 bis 11 von Schleswig-Holstein belegt sind. Ich sage, Entschuldigung, ich muss mich erstmal ein bisschen vorstellen, ich bin 64 Jahre alt, Vater von 2 Kindern, erwachsenen Kindern, 2 Enkelkinder. Ich bin vom Beruf Immobilienmakler, daran sehen Sie, wir sind nicht nur Professoren, wir stehen auch alle irgendwo mitten im Leben. Um meine Enkelkinder mache ich mir eigentlich ganz besonders Sorgen. Und deswegen stehe ich hier und bin dieser Partei beigetreten. Für ein einiges Europa, ein einiges Europa, der europäische Gedanke, ein Europa der Freundschaft, sind das nicht großartige Worte? Liebe Freunde, wir sind dabei, diese Errungenschaften aufzugeben und das sollten wir verhindern. Der Euro... Der Euro spaltet Europa. Schönen Dank. Ja, schönen guten Abend, liebe Gäste, liebe Mitstreiter. Mein Name ist Jörg Nobis. Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet und auch Vater von 2 kleinen Kindern. Mit meiner Familie wohne ich in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg. Ich bin der Direktkandidat für den Wahlkreis 008, Segeberg-Stormarn-Mitte. Beruflich bin ich Kapitän und Schiffsingenieur. Ich bin 7 Jahre zur See gefahren und habe ca. 150 Länder dieser Welt gesehen, bin also weit rumgekommen. Zurzeit arbeite ich als nautisch-technischer Sachverständiger in Hamburg und in meiner Funktion als Sachverständiger weiß ich auch um den maroden Zustand der Schleusen des Nordostseekanals in Brunsbüttel und Kiel-Holtenau. Wofür stehe ich hier? Einmal für meine 2 kleinen Kinder, denn es kann nicht sein, dass diese gigantischen Haftungsrisiken und Bürgschaften aufgebürdet werden in einer einzigen Legislaturperiode. Meiner Meinung nach haben unsere gewählten Volksvertreter dafür kein legitimes Recht, diese gigantischen Haftungssummen. Die meine kleinen Kinder eines Tages abbezahlen müssen, vielleicht auch noch meine Enkelkinder, noch nicht geboren. Deswegen stehe ich hier und zum anderen, ich sehne mich nach mehr Mitspracherecht, mehr direkter Demokratie. Dafür möchte ich mich einsetzen. Volksentscheide auch auf Bundesebene. Vielen Dank. Ich bin Sebastian Hausmann aus Wedel. Ich kandidiere für den Kreis Pinneberg und ich bin auf der Landesliste auf Platz 2. Ich bin 45 Jahre alt und habe 4 Kinder, bin verheiratet und ich stehe für MINT. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Das kommt meiner Meinung nach in allen Parlamenten in Deutschland zu kurz, wenn wir eine Bundeskanzlerin haben, für die Internet Neuland ist. Dann stelle ich mich zur Verfügung, das war vor 20 Jahren für mich Neuland und diese
Konzentration auf technische Fragen. Wir haben überall Technik, wir haben Technologiefolgenabschätzung und das muss von Leuten bearbeitet werden, die etwas davon verstehen und nicht, die das erst über Berater und deren Berater indirekt mitbekommen. Ich bin von Haus aus Physiker und arbeite als Berater in der IT-Branche und denke, kenne ich mich mit genau diesen Themen aus. Dankeschön. Ja, moin. Ich sage das so, weil ich von hier komme und ich bin Briga Krieghau, 43 Jahre alt, 3 Kinder, verheiratet, komme aus Ahrenfeld-Distensee und war vorher in der größten Partei Deutschlands, nämlich der Nichtwähler. Und jetzt fühle ich mich endlich mal angesprochen, etwas ist in Bewegung gekommen und ich kann schon fast nicht mehr schlafen, weil mich das so mitnimmt alles hier. Und ich freue mich, dass ich was tun kann. Ich habe allerdings nur Listenplatz 17, das ist mir aber auch nicht so wichtig. Ich bin für den Kreis Rendsburg-Eckernförde zuständig, habe ganz tolle Mithelfer hier und komme aus dem kulturellen Bereich, auch wenn es hier um viel Geld geht, das ist natürlich sehr schlimm, die ganzen Schulden, die da auf uns zukommen, aber mir geht es auch um das Kulturelle, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein und wir haben auch geistige Reichtümer, die wir verteidigen müssen. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Karin Kaiser, ich komme aus Heikendorf, ich bin Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin und tätig als Professorin an der Hochschule Niederrhein, insbesondere für den Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung. Ich bin im Landesvorstand Mitglied, ich kandidiere als Direktkandidatin für den Wahlkreis Nummer 6 Plön-Neumünster und das Amt Bostedt-Rickling und stehe auf Platz 3 der Liste für den Bundestag. Meine Damen und Herren, ich sage ganz klar Ja zu Deutschland, Ja zu Europa, aber Nein zu der Politik der vergangenen Jahre. Wir dürfen nicht länger Banken retten und unser Geld zu einer Sozialisierung der Schulden verwenden, so wie wir das insbesondere bei Griechenland kennengelernt haben. Dies ist ein komplettes Versagen unserer Altparteien und das wollen wir ändern. Daher am 22. September AfD wählen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Axel Gierke und ich bin Professor, aber ich glaube, ich stehe trotzdem mitten im Leben. Nebenbei bin ich Arzt und habe lange Jahre eine große Klinik an der Medizinischen Hochschule in Hannover geleitet. Wie kommt nun ein Arzt zur Politik? Nun, ich habe das Scheitern der gemeinsamen Währung vor dem Euro, dem EQ, der European Currency Unit, miterlebt und ich habe dem Euro von Anfang an misstraut. Und es hat sich nachher gezeigt, dass das eben auch richtig war. Es wurde uns gesagt mit den Maastricht-Verträgen, dass der Euro sicher ist. Die CDU hat damals getitelt, muss Deutschland jemals für ein anderes Land auftreten? Und aufkommen, nein, wir haben ja den Maastricht-Vertrag. Sie wissen alle, was daraus geworden ist. Ich möchte mich nicht mehr so foppen lassen und deswegen bin ich in die Politik gegangen. Mein Wahlkreis 10 ist hauptsächlich ein Flächenland. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass es gute neue Straßen nicht nur in Griechenland gibt, sondern auch bei uns auf dem Land. Als Arzt weise ich darauf hin, dass auch unser Gesundheitssystem dringend einer Alternative bedarf. Ich setze mich ein für ein gerechtes Gesundheitssystem, von dem nicht die Kassen, sondern die Patienten profitieren.
Insbesondere die Versorgung auf dem Lande muss dringend verbessert werden. Anstatt Bürokratie möchte ich Anreize setzen für die Versorgung des Landes mit allen Fachberufen des Gesundheitswesens. Also nicht nur Ärzte, sondern auch Physio- und Ergotherapeuten, Altenpflege und Seniorenbetreuung. Und meine Damen und Herren, last not least, ich möchte nicht, dass unseren alten Leuten auf dem Lande das letzte Ersparte durch diese Nullzinspolitik genommen wird. Dafür setze ich mich ein und ich hoffe, Sie auch, und wir werden es alle schaffen. Dankeschön. Ja, guten Abend, mein Name ist Jens Sager. Ich bin Sprecher des Kreises Ostholstein und möchte ein paar Worte an Sie wenden in Vertretung zu dem Direktkandidaten Sven Schmidt, der heute Morgen losgefahren ist von Köln hierher und aufgrund von diesen Themen, die dort auf dem Plakat auch geschrieben werden, es leider nicht rechtzeitig geschafft hat hierher. Er hängt in den maroden Straßen fest. Nun möchte ich mich persönlich nur kurz vorstellen. Wie gesagt, Jens Sager, 43 Jahre, Vater von zwei Kindern und Unternehmer in der Metallbranche. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich erstmal bei meinen Wahlkämpfern im Kreis Ostholstein zu bedanken. Das klappt richtig gut. Wie in allen Kreisen im Land und im Bund muss man einfach mal sagen, wir sind ein zusammen bunt gewürfelter Haufen von Leuten, die mit gleichen Motivationen, ähnlichen Motivationen, mit Ängsten, Nöten, Wünschen sich getroffen haben und in dieser Verpackung, die wir jetzt durch Herrn Professor Dr. Lucke auch als Namen und als Organisation eben auch gekriegt haben, unsere Ziele verfolgen können. Und es sind nicht nur so, wie wir in der Öffentlichkeit dargestellt werden, dass wir nur, ich weiß es nicht, an runden Tischen sitzen und diskutieren, sondern wir plakatieren auch. Das lassen wir uns auch nicht machen, wie andere große Parteien. Sondern die Professoren und Doktoren und Unternehmer, die haben Blaumann an und pinseln und machen und bohren und schrauben und schwitzen. Und dafür möchte ich mich stellvertretend für den Kreis Ostholstein ganz herzlich bedanken. Und ich denke, jeder von den einzelnen Kreissprechern und Direktkandidaten hat Ähnliches mit seinen Leuten an Erfahrungen gemacht. Ich habe super tolle Leute kennengelernt, super interessante Leute kennengelernt, super interessante Geschichten gehört, Motivationen gehört. Und jeden Tag motiviert es mich weiter. Und wir werden am 22.09. Herrn Lucke im Bundestag einziehen sehen. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, das war beeindruckend. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Direktkandidaten bedanken. Wir werden es wuppen. Hier in Schleswig-Holstein bin ich sicher, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen werden. Ich bin sogar der festen Überzeugung, dass wir hier in Schleswig-Holstein zweistellig. Nochmal vielen Dank für euch und alles Gute.